Bist du bereit, Lisa? Ja, Papa. Endlich machen wir wieder Urlaub. Das kannst du laut sagen. Wir fliegen nach Athen. Wo ist Mama? Sie ist schon oben am Gate. Von welchem Gate fliegen wir noch einmal? Gate Nummer 38. Okay, danke. Habt ihr alles eingepackt? Badehose, Sonnencreme und gute Laune. Habe ich etwas vergessen? Nein, das ist alles. Schade, dass Samuel nicht mitkommen kann. Ja, ich vermisse ihn. Wir gönnen uns jetzt eine Woche Erholung, Lisa. Ich habe tolle Sachen für uns vorbereitet. Ich freue mich darauf. Das Flugzeug nach Athen ist zum Einsteigen bereit. Bitte halten Sie Ihre Bordkarte und Ihren Ausweis bereit. Habt ihr das gehört? Wir können einsteigen. Es geht los. Das wird der beste Urlaub unseres Lebens. Ich muss noch mal kurz auf Toilette. Kannst du nicht im Flieger gehen? Es ist wirklich dringend. Okay, aber bitte beeil dich. Das Gate schließt bald. Okay, ich beeile mich. Wo ist hier die Toilette? Ich suche schon seit 10 Minuten. Oh nein, ich kann es nicht mehr lange halten. Ich muss schnell das Klo finden. Gott sei Dank, ich habe die Toilette gefunden. 10 Minuten habe ich noch. Wo bleibt Lisa denn? Ich habe ihr doch gesagt, sie soll sich beeilen. Entspann dich, Marie. Lisa kommt schon. Wahrscheinlich hat sie gestern zu viele Bohnen gegessen. Letzter Aufruf für das Flugzeug nach Athen. Bitte steigen Sie jetzt in das Flugzeug ein. Das ist der letzte Aufruf. Was sollen wir tun, Martin? Am besten, wir steigen einfach ein. Und was ist mit Lisa? Ach, die kommt schon nach. Bist du dir sicher? Ja, Lisa schafft das schon. Komm, steigen wir ein. Okay, gehen wir. Ich glaube, der Bohneneintopf war zu viel. Es ist schon 8.10 Uhr. In 5 Minuten startet der Flieger. Ich muss los. Wie war nochmal die Nummer von unserem Gate? War es Gate 38 oder 83? Ich glaube, es ist Gate Nummer 83. Ich habe nur noch 2 Minuten. Entschuldigung, ist hier der Flieger nach Athen? Hallo, hören Sie mich? Ach, vergessen Sie es. Das wird schon stimmen. Weiß Lisa, wo wir sitzen? Ja, ich habe ihr vorhin das Ticket gegeben. Wo bleibt sie denn? Wir heben gleich ab. Sie kommt bestimmt gleich. Mach dir nicht so viele Gedanken, Marie. Mama, Papa, wo seid ihr? Hört ihr mich? Wahrscheinlich sind sie weiter hinten im Flugzeug. Bitte setzen Sie sich hin. Das Flugzeug startet gleich. Wir können nicht starten. Lisa ist noch nicht da. Aber wenn sie nicht hier ist, wo ist sie dann? Hier sind sie auch nicht. Haben die mich vielleicht vergessen? Mama, Papa, wo seid ihr? Bitte setzen Sie sich. Wir starten gleich. Wir können doch nicht starten. Unsere Tochter ist doch nicht da. Das Gate ist schon geschlossen. Niemand kommt mehr in das Flugzeug. Ich werde nicht ohne meine Tochter fliegen. Sie kann jederzeit aussteigen. Aber in das Flugzeug kommen Sie nicht wieder rein. Martin, gehen wir. Martin, wir gehen. Niemals fliegen wir ohne Lisa. Ich werde mich beim Kundenservice beschweren. Hallo, kleine Maus. Du musst dich hinsetzen. Wir heben gleich ab. Haben Sie vielleicht meine Eltern gesehen? Nein, die sitzen bestimmt weiter hinten. Wahrscheinlich haben Sie recht. Du siehst sie dann, wenn wir landen. Okay, kein Problem. Lisa, wo bist du? Martin, ich sehe Lisa nirgendwo. Wo ist sie hin? Entschuldigung, haben Sie ein junges Mädchen gesehen? Sie hat schwarze Haare und blaue Augen. Ja, sie ist in diese Richtung gegangen. Okay, vielen Dank. Beeilen wir uns, Marie. Lisa macht sich bestimmt schon Sorgen. Liebe Passagiere, willkommen an Bord von Air Germans. Danke, dass Sie sich für unsere Airline entschieden haben. In 4 Stunden landen wir in Istanbul.
Istanbul? Der Pilot hat sich versprochen, oder? Nein, wieso? Wir fliegen doch nach Athen, nicht nach Istanbul. Nein, dieses Flugzeug geht nach Istanbul. Das ist sicher. Oh mein Gott, ich bin im falschen Flugzeug. Lisa, bist du hier irgendwo? Ich bin es, Mama. Vielleicht hat er Lisa gesehen. Entschuldigung, haben Sie unsere Tochter gesehen? Wachen Sie auf, ich suche meine Tochter. Nur noch 5 Minuten, Mama. Ich bin nicht Ihre Mama. Wo ist meine Tochter? Mann, war das eine Party gestern. Ich bin total im Eimer. Ihre Party interessiert mich nicht. Wo verdammt nochmal ist meine Tochter? Keine Ahnung, Mann. Woher soll ich das wissen? Zur gleichen Zeit. Sabine, siehst du das? Was meinst du, Bernhard? Ich meine den Rucksack da. Wem gehört er wohl? Wahrscheinlich hat jemand ihn hier vergessen. Der riecht auch komisch. Schau mal nach, was drin ist. Na, dann schauen wir mal. Ach, du heilige Makrele. Was ist los? Der Rucksack. Hörst du das nicht? Er tickt. Das ist eine Bombe. Wir müssen sofort den ganzen Flughafen evakuieren. Oh Mann, ich kann es nicht glauben. Ich bin das falsche Flugzeug eingestiegen. Ich war mir sicher, Papa hat Gate 83 gesagt. Oder war es doch 38? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mama und Papa werden bestimmt sauer sein. Sie sagen mir jetzt sofort, wo meine Tochter ist. Oder sie werden gefeuert. Haben Sie das kapiert? Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich weiß nicht, wo Ihre blöde Tochter ist. Haben Sie Lisa gerade blöd genannt? Na, warte, ich zeig es Ihnen. Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Bombenalarm. Wir müssen alle sofort hier raus. Ohne meine Tochter gehe ich nirgendwo hin. Das war keine Frage. Wir müssen sofort von hier verschwinden. Ich habe den Alarm aktiviert. Alle verlassen gerade den Flughafen. Sehr gut. Jetzt haben wir genug Zeit, die Bombe zu entschärfen. Welcher kranke Mensch platziert eine Bombe am Flughafen? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wer weiß, wann das Ding hochgeht. Bitte machen Sie sich zum Aussteigen bereit. Wir sind gelandet. Wie komme ich von hier nach Griechenland? Du musst ein neues Ticket kaufen. Kein Problem, mein Sparschwein ist im Rucksack. Wo ist mein Rucksack? Ich warte hier schon seit 30 Minuten. Warte mal, wo habe ich den Rucksack das letzte Mal gesehen? Oh nein, ich habe ihn in Deutschland vergessen. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Was hast du jetzt vor? Wir müssen die Bombe irgendwie hier rausschaffen. Du willst den Rucksack doch nicht anfassen, oder? Nein, das ist viel zu gefährlich. Er könnte jeden Moment explodieren. Dann rufen wir die Spezialeinheit. Sie sollen herkommen und das Ding von hier aus entschärfen. Das ist eine gute Idee. Ich werde die Spezialeinheit rufen. Die wissen am besten, was zu tun ist. Hallo, ich brauche ein Ticket nach Griechenland, bitte. Aber gerne doch. Der nächste Flieger nach Griechenland geht in 2 Stunden. Perfekt, den nehme ich. Das macht 726,30 Euro, bitte. Ich habe leider kein Geld. Ich habe meinen Rucksack verloren. Dann kann ich dir nicht helfen. Es tut mir leid. Aber ich muss nach Griechenland zu meinen Eltern. Ohne Ticket wird es nichts. Können Sie mir das Geld vielleicht leihen? Ich geb's Ihnen auch zurück, versprochen. Ich hab dich noch nie gesehen. Warum soll ich dir 700 Euro leihen? Für gutes Karma vielleicht? Nein, danke. Bitte? Nein. Sicherheitsdienst. Was sollen wir jetzt machen? Lisa ist irgendwo hingeflogen. Wir müssen herausfinden, wo sie ist. Dann können wir sie abholen. Vielleicht hat sie ihr Handy dabei. Gute Idee. Versuch mal, sie anzurufen. Okay, ich probiere es. Hallo, wir sind von der Spezialeinheit. Haben Sie die Bombe entdeckt? Ja, das waren wir. Der Rucksack tickt. Wahrscheinlich ist eine Bombe drin. Hat er gerade vibriert? Das ist kein gutes Zeichen. Die Bombe wird bald explodieren. Bringen Sie sich in Sicherheit. Übernehmen ab hier. Was hast du vor? Ich werde einen Scan machen. Ja, gute Idee. Eigenartig. Mir wird nichts angezeigt. Wir müssen den Rucksack öffnen.
Ich werde den Reißverschluss langsam öffnen. Vorsichtig, vorsichtig. Riechst du das? Was ist das für ein Gestank? Ich weiß es nicht. Es riecht fürchterlich. Das muss eine Chemiewaffe sein. Ja, wir müssen den Seuchendienst rufen. Mir ist schwindelig. Oh mein Gott, Sabine. Und? Hast du jemanden erreicht? Nein, es klingelt nur. Oh nein, sie hat ihr Handy verloren. Lisa ist irgendwo ohne Handy. Die Arme. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe kein Geld und ich kenne hier niemanden. Ich muss irgendwie an 700 Euro kommen. Nur so kann ich nach Hause. Wie soll ich das anstellen? Gerade bin ich bei 0 Euro. Hallo, wir sind vom Seuchenschutz. Sie haben uns gerufen? Es geht um den Rucksack. Wir dachten, es ist eine Bombe drin, aber es muss irgendeine chemische Waffe sein. Wieso glauben Sie das? Da drin ist etwas, das stinkt fürchterlich. Meine Kollegin Sabine ist von dem Gestank ohnmächtig geworden. Okay, lassen Sie mich mal sehen. Okay, ich sehe das Problem. Das Ticken kommt von einem Wecker. Es gibt keine Bombe. Und was ist mit dem Gestank? Der Gestank kommt von einem vergammelten Brot. Das liegt wahrscheinlich schon seit Monaten da drin. Ein paar Stunden später. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Aber natürlich, was kann ich für dich tun? Ich muss wieder nach Hause, aber ich habe kein Geld. Haben Sie etwas Kleingeld für mich? Okay, wie viel brauchst du denn? 700 Euro. Also so viel habe ich nicht, aber ich kann dir 2 Euro geben. Danke, Sie sind wirklich nett. Mir fehlen immer noch 698 Euro. Wie soll ich jemals wieder nach Hause kommen? Das schaffe ich niemals. Was ist denn los? Warum weinst du? Ich will nicht darüber reden. Es ist peinlich. Du kannst es mir ruhig erzählen. Mir sind bestimmt schon peinlichere Sachen passiert. Ich bin in das falsche Flugzeug eingestiegen. Ich wollte eigentlich nach Griechenland. Jetzt sitze ich hier fest und komme nicht mehr nach Hause. Warum kannst du nicht nach Hause? Mir fehlen noch 698 Euro für das Ticket. Also ich habe nicht viel, aber du kannst meine letzten 5 Euro haben. Danke, das ist wirklich nett von dir. Wie heißt du? Mein Name ist Amir. Und wer bist du? Freut mich, dich kennenzulernen, Amir. Ich bin Lisa. Vielleicht kann ich dir helfen. Wie denn das? Ich habe eine Idee, wie du zurück nach Deutschland kommen kannst. Wirklich? Wie? Komm mit, ich zeige es dir. Warte mal kurz. Ich habe Lisa gesagt, wir sind an Gate 38. Ja und? Was, wenn sie bei Gate 83 eingestiegen ist? Wohin ging der Flug? Ich glaube, ich weiß, wo Lisa ist. Wo? Sie ist nach Istanbul geflogen. Istanbul? Ja, dorthin ging ein Flieger vor 2 Stunden von Gate 83. Wir müssen sofort dahin. Immerhin gibt es da guten Döner. Frage an euch. An welchem Gate ist der Flug nach Griechenland? A. Gate 38, B. Gate 380 oder C. Gate 83. Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.